So, wir haben also jetzt ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten, was jedem erlaubt, da einzusteigen, sich weiterzubilden. Und im Wesentlichen nicht mit dem Ziel, am Ende pur NRWs anzuwenden, sondern das, was ihr hier lernt, in die Kompetenzfelder, die ihr sowieso habt, zu integrieren. Also NRWs ist kein Ersatz für etwas anderes. Das tauscht nichts aus. Das geht nicht an die Stelle von, sondern es ist etwas Durchdringendes und Verbindendes, was halt eine völlig neue Arbeitsweise in den Bereichen erlaubt, in denen wir sowieso Kompetenzen haben. Mir geht es nicht darum, dass alle Menschen irgendwie Heilpraktiker oder Therapeuten werden, sondern dass der Lehrer in seinem Arbeitsbereich die Methoden integriert, dass der Buchhalter sie integriert, dass der Verkäufer sie integriert, dass die Frau im Amt sie integriert und so weiter und so fort, dass Menschen in ihren Kompetenzfeldern bleiben, aber mit einer anderen Perspektive auf ihr Leben schauen. So, insofern haben wir in den Kursen noch immer eine wunderbare bunte Mischung von Menschen mit verschiedensten Lebensbereichen und Aufgabenbereichen. Und es macht es sehr reizvoll, dass dort so viel Lebenserfahrung zusammenkommt und sich gegenseitig auch inspiriert. Wir haben als Einstieg den ganzen Bereich Kennenlernen. Kennenlernen gab es bisher halt die Informationsveranstaltung, vielleicht auch mal einen Armlängentestkurs. Und wir haben das dieses Jahr erweitert in dem Bereich Innerwise auf Innerwise-Tage. Das ist eine Erfahrung, die wir im Systemwise-Bereich gemacht haben, dass wir dort Tage angeboten haben für 6 Stunden einfach mal mit Werkzeugen spielen. Auf einem ganz hohen Niveau ausprobieren. So, das war eine wunderbare Erfahrung, weil es gerade Menschen, die wenig Zeit haben und die sagen, ich will da einmal kurz rein, will mir anschauen, ob es passt und wenn es passt, komme ich, wenn nicht, danke. Das gibt es jetzt auch im Bereich Innerwise-Tage. Gerade für Coaches und Therapeuten, die schon ihr Spektrum haben und die sagen, ich suche noch was anderes. Und ich möchte das erstmal, ich möchte es nicht lesen, ich möchte es nicht hören, ich möchte es selber anfassen und möchte erfahren, ob ich das ganz schnell erlernen kann und integrieren kann. Das sind Innerwise-Tage. Also die gibt es, die Systemwise-Tage gibt es, die Übungstreffen gibt es. Das heißt, Lehrpraxen, die Innerwise-Communities, die sich treffen, die entweder thematisch, therapeutisch oder in Lebensbereichen sich austauschen, unterstützen und wo immer wieder Menschen, die neu dazukommen, willkommen sind und da einfach dazukommen und ausprobieren. So, dann haben wir den Bereich Basiskurse. Das sind die Kurse, die eine Grundlage vermitteln, um damit selbstständig in seinem Leben oder auch im Umfeld, im beruflichen Bereichen damit zu beginnen und anzuwenden. Wir haben den klassischen Basiskurs. Der die Grundlagen legt vor allem in der Selbstanwendung. Und der bekommt dieses Jahr auch eine Skripte. Das ist auch neu. Bisher war das immer ein Freiflug. Wir kommen noch langsam zu einem Punkt, wo wir sagen, wir können das auch schriftlich fixieren. Dann gibt es etwas ganz Neues, das nennt sich die Kunst der Präsenz. Das sind 4 Schritte. Das fängt an mit dem Kennenlernen der Präsenz. Das sind 2 bis 3 Stunden. Einfach nur sich mit Grundqualitäten und Werkzeugen zu beschäftigen, wie wir Präsenz erhöhen können. Geht für Einzelanwender, geht aber auch für Institutionen, geht für Schulen, für Systeme, wo man einfach sagen kann, man möchte mal in diesen Bereich eintauchen und sofort einfach so um die 20 Werkzeuge erlernen, die man in den 2 bis 3 Stunden, die man sofort integrieren kann. Dann kommt ein Präsenzlabor. Da geht es um viele, viele große Fragen, gemeinsam an einem Wochenende diese zu entdecken und zu erfahren. Dann kommt das Hier, Jetzt und Selbst, inklusive Illusion, Real und allem, was dazugehört, als weiteres Wochenende. Und als 4. Bereich der Kunst der Präsenz gibt es dann die ganzen Urthematiken, also Urseele, Urselbst, alles, was da sozusagen an Grundprinzipien als Möglichkeiten vorhanden sind. Wir haben ja klassischerweise geht der Therapeut oder gehen wir im Leben davon aus, was haben wir als Zustand, wie sind wir da hingekommen, was können wir fixen und wie können wir das Beste draus machen. Das ist ja der klassische Ansatz. Und bei den Urprinzipien ist es ein völlig anderer Ansatz. Wir gehen in die Frage, wie hat die Schöpfung das gedacht? Also wie hat sie unsere Seele gedacht?
Wie hat sie Kindheit gedacht? Wie hat sie Schöpfungsprozesse gedacht? Nicht, was haben wir erfahren in unserem eigenen Leben? Wie sind wir geprägt worden von Gesellschaft, von Ahnen und so weiter? Sondern was wäre möglich? Und das ist ein wunderbarer neuer Ansatz, der das bisherige sehr, sehr schön ergänzt und sehr schnell wirksam ist. So, das sind die Basiskurse. Dazu kommt dann noch ein separater Kurs zu dem Thema Urseele. Einfach mal ein Wochenende eintauchen und sagen, ich will einfach mal dieses ursprüngliche Prinzip wieder zurück. Wer bin ich? Was bin ich? Wer bin ich wirklich? Und nicht, was glaube ich zu sein? Also schöne Einstiegsangebote auf einem sehr schönen hohen Niveau, die eine breite Anwendung ermöglichen. So, dann haben wir Themenkurse. Das sind Kurse, die, man könnte sie auch Praxiskurse nennen. Die vielen Mentoren haben alle die Möglichkeit, ihre eigenen Kompetenzen mit den Innerweis-Möglichkeiten zu vermischen. Und sie haben nicht nur die Möglichkeit, sondern sie sind aufgefordert, das zu tun, um Innerweis auch zu beleben und in alle möglichen Richtungen zu weiten. Und insofern gibt es viele wunderbare Themenkurse, Praxiskurse, wo man halt thematisch auf einen Bereich in die Tiefe gehen kann. Ob das Tiere sind, ob das Geburtsprozesse sind, ob das Integration in Kraniosakralarbeit ist, ob das Beziehungsthematiken sind, ob das einmal nur ein Werkzeug ist, Imagotechnik. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, da auszuprobieren und thematisch in die Tiefe zu gehen. Dann haben wir den Bereich Fundamentale. Wir haben es die Kernausbildung genannt. Fundamentale gibt es jetzt über ein Jahr, verpflichtend für alle, die weiter wollen. Das kam aus der Erfahrung heraus, dass die Qualität, die nötig ist, nicht immer erreicht wurde. Und dass in den Ausbildungen nachher für Systemanwender oder für Coaches das Ausgangsniveau so unterschiedlich war, dass die Kurse nicht das Optimale bieten konnten. So, dann hatte ich Studiengänge, Curricula für Masterstudiengänge entworfen und aus denen abgeleitet haben wir gesagt, okay, wir nehmen diesen Bereich Fundamentalausbildung, also Fundamentale, die gesamten Grundlagen in einem Kurs, nehmen das auch in den Innerweisbereich rein, nicht nur für ein Studium, sondern auch dafür und schaffen damit einen Workshop, durch den alle durchgehen dürfen und dort die gesamten analytischen und therapeutischen Grundlagen erlernen, auf denen nachher alles weitere basiert. So, diesen Kurs haben wir seit einem Jahr und ich bin so froh, dass dieser Kurs existiert. Der hat 7 Tage. Der schafft eine ganz große, breite Grundqualität für alles Weitere. Da wird dieses Jahr dazukommen, Fundamentale für Lehrer. Wir beginnen dieses Jahr in der Lehrerfortbildung aktiv zu werden und dort basieren auf den 5 Intelligenzen, geistige, Herz, Körper, Intuition, Inspiration, ein Angebotsspektrum aufzubauen, um Lehrern Werkzeuge zu geben, anders in der Schule wirksam zu werden oder ihr Leben auch zu gestalten. So, da kommt also noch neben dem klassischen Fundamentale, kommt dann noch ein Fundamentale für Lehrer dazu dieses Jahr. So, basierend auf den Fundamentalausbildungen kann man dann in die Spezialisierung gehen. Ich kann also dann mich entscheiden, möchte ich Innerweis, Glück, Gesundheit, Coach-Ausbildung machen, also als Coach damit arbeiten, als Berater, als Lebensbegleiter. Möchte ich als Arzt, Mediziner damit arbeiten und InnaMed absolvieren, was in dem Fall auch mit wirklich vielen Fortbildungspunkten der Ärztekammer belegt wurde oder beglückt wurde. Möchte ich systemwise erlernen, um mit Systemen, Firmen, Projekten, Organisationen zu arbeiten und das dort anzuwenden? Oder möchte ich in den Bereich Humoreal gehen und dort mich um den ganzen Bereich Potenzialentfaltung, Potenzialentwicklung mich da vertiefen? Also das sind so 4 große Angebote, die wir geschaffen haben. Ja, und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, mit News- und Update-Kursen auf dem Laufenden zu bleiben. Also das ist so die gesamte Innerweis-Ausbildung. Kennenlernen, Basiskurse, wer möchte thematisch in die Tiefe gehen und sich das abholen, was passt und wer weitergehen will, über Fundamentale dann sich entscheiden, welche Spezialausbildung. Aber wie gesagt, wer diese Schritte absolviert, nach jedem Schritt bitte sofort praktisch anwenden. Also spätestens am nächsten Tag sollte man das umsetzen.
nach einem Workshop und nicht erst 4 Wochen später vielleicht sich trauen, sondern vielleicht sogar schon auf dem Weg nach Hause die ersten Leute coachen, von der Ferne, was auch immer. Also sofort reinspringen, das ist die Idee. Und die Sichtweise der Mentoren ist immer, das Potenzial der Menschen zu sehen. Also im Grunde ist unsere Auffassung, dass wir Menschen nichts Neues beibringen, sondern wir erinnern sie an das, was sie sowieso können. Wir helfen ihnen, das ein bisschen zu systematisieren, zu strukturieren und ein bisschen auszuprägen. Aber im Grunde sind das alles Qualitäten, die jeder mitbringt und die nur wieder an die Oberfläche kommen wollen und blühen wollen. Und daraus ergibt sich ein Grundvertrauen, dass all die Inhalte, die wir vermitteln, auch integrierbar sind. Also ihr müsst nicht eine neue Sprache lernen bei Enerwise, sondern wir gehen zu einer ursprünglichen Sprache, die in allen von uns drin ist, zurück und entfalten die nur weiter. Insofern ist es eine Sichtweise, die Menschen hilft, nach Hause zu kommen, in sich selbst anzukommen. So, und weil es keine fremde Sprache ist, kann ich mich sofort trauen, das umzusetzen. Ich muss nicht noch die nächsten 5 Schritte absolvieren von irgendwas. So, das ist so das Ausbildungsspektrum, was ich jetzt so 25 Jahre, ist ein Vierteljahrhundert, schon irre, herausgeprägt hat. So, das war meine Intro. Jetzt seid ihr dran. Welche Fragen habt ihr? Was möchtet ihr wissen? Ich würde mal das Wort, die ist nicht vorbereitet, an Caroline geben, die als Mentorin ja dabei ist, hier auch. Und die gehört, wir haben bei den Mentoren welche, die schon sehr lange dabei sind. Und wir haben ja einige, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, wo ich das Gefühl habe, das ist wie so eine Art von Generationswechsel. So ganz klare, kraftvolle Menschen, die einfach ihren Weg gehen. Und da gehört sie mit Sicherheit voll dazu. Wie ist es für dich als Mentorin, das zu unterrichten? Wie siehst du Menschen? Wie holst du sie ab? Wie können sie es integrieren? Ja, hallo zusammen. Ich war im Basiskurs damals und ich wusste, dass ich unterrichten möchte. Also ich habe die Vielfalt gesehen und ich habe gesehen, was möglich ist. Und ich habe damals vor dem Basiskurs für mich angefangen, nur mit der kleinen Heilapotheke am Küchentisch gesessen und habe einfach gemerkt, was sich in mir bewegt. Und dann war das so klar, dass das irgendwie dazugehört. Und es gibt für mich ja nichts Schöneres, als den Menschen zu zeigen, wie sie im Prinzip dann schlussendlich nichts mehr brauchen, um arbeiten zu können. Also ich habe wirklich auch Teilnehmer, die nach dem Basiskurs sagen, ich stand mit meinem Sohn im Wald, der hatte Bauchweh, ich hatte nichts dabei. Und die hat mir dann rückgemeldet, wie sie sich an mich erinnert hat, wie ich ihr gesagt habe, ihr braucht nichts, ihr könnt alles, es ist alles da. Und sie hat in dem Moment geschaut, was ist da? Und das waren Farben, das war ihr Gespür und sie konnte ihrem Sohn helfen. Und das nach 2 Tagen Basiskurs. Und das sind so, so schöne Sachen, so schöne. Ja, da geht so viel auf. Das macht mir am meisten Spaß, wenn die Menschen wirklich, wie du sagst, Uwe, gleich ins Tun kommen, wenn sie ja einfach umsetzen, sich trauen und sehen, sie können was. Danke. Total schön. Jetzt stehen ein paar Fragen im Chat. Ich geh mal drauf ein. Es gab mal bei Animal einen eigenen Bereich Animal und wir haben den aber wieder zurückgeführt auf nur wirklich thematische Angebote. Das heißt, da könnt ihr einfach schauen, ihr müsst vorher nichts absolvieren. Die Angebote sind so, dass sie jeden abholen, egal wo er steht.
Und sollte das wirklich mal ein Animal-Kurs für Fortgeschrittene sein, wird es dastehen. Da steht dann halt dabei, die Ausbildung sollten vorliegen, dass man nicht jedes Mal wieder erklären muss, wie funktioniert der Arming-Test, sondern gleich halt wirklich in die praktische Arbeit mit den Tieren gehen kann. Also traut euch da einfach, die Mentoren anzusprechen, ruft sie an, hört ihre Stimme, hört auch, ob es passt, und findet da die Antworten. Die andere fragte, wann es fundamentale Kurse gibt. Ihr findet das alles auf der Webseite. In der Wise Map, da haben wir diese ganzen Kurse, die ganzen Angebote aller Mentoren sind dort. Einfach schauen, wann passt es zeitlich, und die Frage auch immer, bei wem passt es. Und ich bin auch um die Welt geflogen für meine Ausbildung. Nicht die nächste Ausbildung muss die beste sein, sondern man schaut halt wirklich, wer resoniert mit mir. Und da finde ich es immer ganz reizvoll, auch mal die Stimme zu hören und mit den Menschen kurz zu sprechen, um ein Gefühl zu kriegen, welcher Raum da aufgeht. Also alles auf der Webseite. Die Luisa fragt für den Fundamentale für Lehrer. Das Schöne ist, dass das Bildungssystem selber an den Punkt kommt, dass sie so nicht weiterkommen. Und wir haben uns viele Jahre darauf vorbereitet, mit Konzepten und Ideen. Und jetzt stellen wir zunehmend Werkzeuge zur Verfügung für Schulleiter, für Lehrer, die sie integrieren können in ihre Arbeit. Das wird jetzt auch offiziell unterstützt mit Konferenzen, wo wir auftreten können. Und auf der anderen Seite möchten wir halt Lehrern die Möglichkeit bieten, in 5 Tagen sich so zu vertiefen und Werkzeuge zu erlernen, die sie integrieren können und woraus sie ganz praktisch ihren Alltag gestalten können. Ob das jetzt eine Raumpräsenz ist oder eine Art, wie sie Schüler sehen oder wie sie Wissen vermitteln auch und so weiter. Das ist alles enthalten und basiert auf dem Konzept von uns, von den 5 Intelligenzen, mit den entsprechenden Werkzeugen dazu. Die Ausbildung wird es frühestens zum Sommer geben. Insofern Details kann ich noch nicht wirklich sagen, weil wir gerade dabei sind, sie zu schreiben und zu entwickeln. Ist der Fundamentale, ist der Basiskurs enthalten oder sollte man den vorher absolvieren, fragt der Martin. Ich mag ja keine Regeln. Ich bin so ein Mensch, der sagt, ich kann mit Regeln nicht. Es gibt sinnvolle Hinweise. Es ist also sinnvoll, den Fundamentale zu machen, um in die Spezialausbildung zu gehen, dass man dann in der Spezialausbildung wirklich tief gehen kann und nicht nochmal die Grundlagen vermitteln muss. Es gibt immer einzelne Ausnahmen, wo der Mentor alleine entscheiden kann, ob er jemanden ohne Fundamentale reinnimmt. Das ist keine Frage. So, und es gibt aber keine Verpflichtung, vor dem Fundamentale irgendwas zu machen. Das heißt, die Basiskurse sind Angebote. Kennenlernen sind Angebote. Und es gibt ganz viele Menschen, die einfach nur lernen wollen, wie sie mit der Heilapotheke arbeiten, wie sie mit dem Armlenk-Test, mit Empathie, Schulung und so weiter ihr Leben verändern können. Und die wollen gar nicht in Richtung Therapeut oder Coach oder irgendeinen Weg gehen. Die wollen einfach nur für die Selbsthilfe etwas erlernen. Und da sind diese Basiskurse wunderbar. Und wer Spezialthemen hat wie Tiere, geht in die Themenkurse. Also ihr könnt die Kurse vorher absolvieren, ihr müsst aber nicht. Es ist natürlich schon schön, wenn jemand, der in den Fundamentale kommt, da nicht nur reingeschickt wurde, sondern sich selber damit beschäftigt hat und entschieden hat dafür. Und auch vielleicht schon sich ein paar Videos angeschaut hat und auch mal gespielt hat, zum Beispiel mit dem Armlängentest, wie der funktioniert. Ist aber keine Voraussetzung. Es gibt also keine Grundvoraussetzung für die Fundamentale. Die Monika fragt, ob eine Ratenzahlung für Fundamentale möglich ist. Ja, einfach mit den Mentoren sprechen. Völlig unkompliziert. Die Dare-Guides haben wir, das ist etwas, was es bis letztes Jahr noch gab. Wir hatten auch Mentoren für verschiedenste Bereiche und haben das komplett, die verschiedenen Ansätze, ich würde sagen, komplett platt gemacht und vereinheitlicht. Es gibt nur noch Mentoren. Und die Mentoren entscheiden alleine, welchen Bereich sie unterrichten, je nach Kompetenzen, die sie haben. Also es gibt Mentoren, die halt im Bereich Coaching, andere im Bereich System-Wise, andere im Bereich, so wer eine medizinische Grundlage hat, auch im Medizinischen dann ausbilden kann. Insofern haben wir den Bereich der Geiz, der ist entstanden damals mit dem Spiel die Kunst der Präsenz, also wie ich mit hier jetzt in Selbstspiele in die Präsenz komme. Und wir hatten auf der Basis dieses Spiels damals diesen ganzen Bereich der Guides entwickelt. Und sind aber letztes Jahr an den Punkt gekommen, dass diese Aufsplittung nicht mehr sinnvoll ist.
Und innerweise entwickelt sich permanent weiter. Also es gibt ja keinen Tag ohne Erkenntnisse. Und insofern war es dann wichtig, das zu überführen in die nächste Qualitätsstufe. Und so aus diesen ganzen Angeboten mit dem Spiel und der Geiz ist dann die Kunst der Präsenz geworden mit diesen vier Stufen. Kennenlernen, Labor, hier jetzt selbst und das Urprinzip, was jetzt im Basiskursbereich liegt. Vielleicht noch grundsätzlich, mein Prinzip war immer, je bekannter NRWs wird, desto höher werden die Qualitätsansprüche. Das heißt, wir gehen in den Angeboten in der Qualität nicht nach unten, sondern je bekannter es wird, desto weiter gehen wir nach oben. Um sicherzustellen, dass es nicht darum geht, wie viele Menschen es anwenden, sondern dass die es anwenden, es auch in einer hohen Qualität anwenden. So, was gibt es da noch an Fragen? Stefanie fragt noch zu Fundamentale für Lehrer. Nächster Schritt ist natürlich dann Zertifizierung. Was wir in anderen Bereichen bisher nicht gemacht haben, in dem Bereich braucht man eine Zertifizierung, außer für Enameter gibt es halt eine für die Ärztekammer. So, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und Ziel ist aber, dass Lehrer ihre jährlichen Fortbildungen dort machen können und es dann wie Botschafter zurückgehen in die Schulen und die Methoden in die Schulen zurückbringen. Und andere dort inspirieren, es anzuwenden. Das ist die Idee. Agnieszka fragt, was ist mit den Lehrpraxen? Lehrpraxen sind Therapeuten und Coaches, die sich regelmäßig treffen und miteinander arbeiten. Also Ziel ist Qualitätssicherung. Ziel ist miteinander arbeiten, einander unterstützen, aber auch die Möglichkeit, dass man dort mal mit über die Schulter schaut. Ich hatte auch Lehrer, denen ich über die Schulter schauen durfte, große Ärzte, wo ich einfach mal 2, 3, 4 Wochen mitlaufen durfte und nur beobachten durfte, was sie tun und wie sie es tun. So bin ich zum Armlängentest gekommen. Das war der Johann Abele in Schwäbisch Gmünd. Da durfte ich mitarbeiten in der Praxis und der hat mir den Armlängentest gezeigt. Insofern finde ich es ganz wichtig, dieses assistieren dürfen und dann einfach mal mitlaufen. Und auch das ist Teil der Lehrpraxen. Aber eben auch zu den Treffen dazukommen, schauen, wie gehen die anderen vor, welche Thematiken sehen sie, wie arbeiten sie. Einfach, ihr findet auch dort die Liste der Lehrpraxen auf der Webseite, auf der InnoWAS-Webseite, die übrigens dieses Jahr noch komplett neu kommt, bis zum Sommer. Dort einfach Kontakt aufnehmen und Anruf besprechen direkt. So, Luisa, wenn ich die Frage richtig verstehe, zum Kurse unterrichten reicht Coach nicht aus, da muss man mal Mentor sein. Die Mentoren sind Menschen, die bereit sind, kontinuierlich zu wachsen miteinander. Also es gibt keine klassische Mentorenausbildung, sondern die Mentoren, die da sind, und manche von denen sind schon über 20 Jahre da, kommen einfach regelmäßig dreimal zusammen im Jahr für eine Woche und wir wachsen gemeinsam. Begleiten einander, helfen durch Themen hindurch, entdecken und kommen so zu einer guten Qualität im Miteinander. So, wer da in die Richtung gehen will, und das entsprechende Erfahrungsspektrum hat, einfach melden bei mir. Wenn ich einen Basiskurs gemacht habe, kann ich dann den Animal-Kurs machen. Auf jeden Fall. Also du solltest auch ohne Basiskurs ihn machen können. Die Frage ist immer, wie viel wir mitnehmen. Also wenn ich jetzt als Mentor spreche in so eine Gruppe, dann orientiere ich mich natürlich auch mit an denen, die am hungrigsten sind und am weitesten sind. Und gleichzeitig spreche ich zu denen, die neu sind. Also im Grunde muss ich als Mentor so ein Spektrum. Ich spreche zwar ein Wort oder ein Thema, aber ich muss es so sprechen, dass es in verschiedenen vorhandenen Kompetenzen akzeptiert und aufgenommen werden kann. So, das ist eine leichte Herausforderung bei den Kursen, macht aber Spaß, und ist halt die Grundlage, dass wir nicht irgendwas Fertiges, Vorgekautes bieten. Übrigens, PowerPoint ist verboten. Derartige Techniken
Das gibt es nicht. Deswegen war schon Skripten zu schreiben und die als Grundlagen zu machen, war schon eine Herausforderung für mich. Sagt, wird das nicht zu eng? Aber nein, es ist gut, auch was Geschriebenes zu haben, was erinnert und wo man auch noch Notizen reinschreiben kann. Das heißt, es gibt nichts aus der Konserve bei uns. Es gibt kein Dosenfutter. Ja? Es wird jeder individuell gesehen. Und wenn du jetzt keinen Basiskurs hast und zu Animal kommst, dann wird der Mentor in der Lage sein, dich abzuholen oder die Mentorin. Und wenn du einen Basiskurs hast, wirst du aber andere Nuancen hören. Du wirst die Fragen aus einem anderen Bewusstseinsraum herausstellen und wahrscheinlich auch andere Antworten bekommen. Also ja, du kannst den Animal-Kurs machen, aber je besser die Frage, desto besser die Antwort. Und Fragen entstehen aufgrund von Erfahrungen, Erlebnissen. Die Frage zum Bildungsurlaub. Das ist so ein großes Thema, wenn wir uns zertifizieren lassen. Ich habe es immer gemieden, mit Innerweis irgendwas nachweisen zu wollen. Also deswegen auch Studien vermiesen. Ich habe vermieden. Ich habe nur in Kalifornien mal Studien gemacht, im Labor. Weil es waren tolle Leute und die hatten einfach eine tolle technische Ausstattung. Ich wollte wissen, wie wirkt Innerweis innerhalb von 20 Minuten. Und das bitte mit verschiedensten Methoden nachgewiesen. Bis zur Thermografie einfach alles durchgezogen. Ich habe es in Europa vermieden, weil mein Gefühl war immer, und das war meine Erfahrung, als ich meine Promotionsarbeit machte mit der Carsten Stiftung, die ja ganz viel Homöopathieforschung macht, beweisen Sie bei einem homöopathischen Mittel, dass es funktioniert, so fragt die Schulmedizin nach 5 Studien. Beweisen 5 Studien, so wird die Schulmedizin nach 10 Studien fragen bei der Homöopathie. Das heißt, egal wie viele Studien die Homöopathieforschung einreicht, die beweisen, dass es wirkt, es wird eh nie akzeptiert werden. Und es ruft teilweise sogar nur die Gegenkräfte auf den Tisch. Das heißt, wenn wir nachweisen, was wir können, gibt es Menschen, die finden das toll und es gibt andere Menschen, die fühlen sich in Frage gestellt und fangen an zu beißen. Und genau auf diese Ebene wollte ich nicht. Ich wollte innerweise immer einen Freiraum geben, dass es unterm Radar fliegt, dass es nicht versucht, nach draußen zu beweisen, was es kann, sondern dass immer im Einzelfall, das heißt, der kleine Junge, der plötzlich keinen Ausschlag mehr hat oder eben keine Bauchschmerzen mehr im Wald. Oder die 14-Jährige, die nicht mehr in der Psychiatrie, in der geschlossenen Psychiatrie ist wegen Selbstmordgedanken, sondern eine Woche später wieder rausgeht und ihre Eltern besucht. Und so weiter. Ich brauche nicht mehr Beweise. Ich muss es keinem beweisen. Ich muss nicht der Be Gesellschaft beweisen, was wir können. So, insofern bin ich sehr vorsichtig mit allen Arten von Nachweisen, Zertifizierung und derartigen Thematiken, die aber Voraussetzung wären für den Bildungsurlaub. Also mir ist dieses unterm Radar fliegen und die Narrenfreiheit zu haben so wichtig und vor allem keine Zeit damit zu verschwenden, in irgendwelche politischen Spiele reingezogen zu werden oder irgendwelche Leute, die sich da beweisen müssen, indem sie versuchen, uns irgendwas nachzuweisen und so weiter. Deswegen bin ich in dem Bereich sehr, sehr vorsichtig und da ist mir die Freiheit mehr wert. Gut, was gibt es noch? Die Agnieszka fragt, ob es noch Lerncoaches gibt. Ja, Lerncoaches gibt es. Das heißt einfach Coaches, die sich auf den Bereich Lernen, Lernunterstützung spezialisiert haben. Und die werden natürlich dann, wenn der ganze Bereich Bildung kommt, unter dem Namen Freigeist kommt das, die haben dann natürlich eine Möglichkeit, ihr Potenzial und ihre Erfahrung auch noch wieder mit einzubringen. Die Anja fragt, ob sie als Ärztin eine Privatpraxis für Innerweis mit Innerweis eröffnen kann. Das habe ich gemacht. Ich habe genau das gemacht. Du kannst, wenn du Kassenarzt bist, musst du dich an gewisse Richtlinien weitestgehend halten. Wie du vorgehst, was du tust, was du verschreibst und so weiter, ist nicht zwingend, aber es wird empfohlen, genau diese Richtlinien einzuhalten. Wenn ich eine Privatpraxis eröffne, habe ich noch die alte ärztliche Freiheit wie vor 100 Jahren, die so viel wert ist. Das heißt, ich kann alleine entscheiden, welchen Weg ich gehe, welche Zusammenhänge ich sehe und wie ich therapeutisch vorgehe und muss mich nicht irgendwelchen Richtlinien beugen, die mir genau sagen,
welches Medikament, wie lange und so weiter und so fort. Insofern ist für mich Kassenarztpraxis die einzige Art, wie ich als Arzt noch in freier Art arbeiten kann und dem Berufsethos wirklich gerecht werden kann. So, und Anja, wenn du da fragst, also Fundamentale und dann Enamed und los geht's. Und dann der Rest zeigt sich. Die Luisa fragt, sie als Lehrerin hätte Interesse an den Lehrkräften immer was näher zu bringen. Ja, spricht doch nichts dagegen. Macht das. Deswegen war ja auch die Idee, dass die dann, die Lehrer, die dies Fundamentale besuchen, die Botschafter zurückgehen und anderen Lehrern davon berichten, was möglich ist. Und ihnen die Techniken zeigen, die sie integrieren können. So, deswegen einfach traut euch. Ja, wir haben ja auch den, wir haben gestern den. Die Nachbesprechung derer gehabt, die bei den Wintersonnen mitgemacht haben, dieses Jahr wieder. Wintersonnen sind Veranstaltungen, wo Coaches ihre Praxen öffnen und anderen einfach nur andere darin beschenken, ihnen zu zeigen, was möglich ist. Also einfach nur schenken. Und zwar schenken, Menschen zu zeigen, was geht, was sie können. Und es waren so viele wunderbare Feedbacks, wie viel eigene Entwicklung da stattgefunden hat in diesem nach draußen treten. Andere zu unterrichten, nicht mehr sie zu fixieren oder sich für sie verantwortlich zu führen, sondern ihnen zu helfen, dass sie das alleine können. Das sind so großartige Schritte, die da stattfinden. So, insofern, meine einzige, ich nenne es mal Bedingung, ist, dass die Inhouse-Kurse anbieten, ob jetzt Systemize oder Freigeist oder was auch immer, dass die in der Gruppe der Mentoren sich befinden und dort ihre Entwicklungsschritte gemeinsam mit den anderen gehen. Da geht es mir einfach nur um Qualitätssicherung. Auf der anderen Seite ist es mein Wunsch, dass jeder Coach jedem Klienten zeigt, wie der Armlängentest funktioniert. Gerade das ist es ja, was es so schön macht. Ja, wenn ich das jetzt gelernt habe, irgendwo wie Imago funktioniert und treffe einen Freund, der hat eine komplexe Situation, sagt du, nimm mal ein Blatt Papier, nimm einen Stift, mal einen Kreis und jetzt schauen wir mal, was los ist. Und das kannst du übrigens alleine. Das ist doch wundervoll. Nur die, die innerweise unterrichten, da ist die Voraussetzung, dass sie Mentoren als Mentoren gelistet und zertifiziert sind. Was bedeutet, auch nicht bedeutet, sie müssen 2 Jahre Ausbildung machen, sondern es bedeutet, dass sie ein Erfahrungsspektrum haben, ein Lebenserfahrungsspektrum haben, dass sie innerweise Werkzeuge beherrschen und auch sicher anwenden können und dass sie sich dann entscheiden, Mentor zu sein. Das heißt, wer einmal dabei war, darf beginnen, Kurse zu geben. Kommt aber wirklich ja dreimal im Jahr immer wieder und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Ein Miteinander wachsen, das ist das Entscheidende. Uwe, darf ich dir auch eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich habe schon mal den Grundlagenkurs gemacht bei dir vor ein paar Jahren. Hat man da noch Zugriff auf die Videos, die wir da anschauen konnten? Oh, die Frage müsste ich weiterleiten. Ich weiß es nicht. Eigentlich sind die sind nicht begrenzt. Gut. Die Zugänge. Es kann nur sein, dass wir irgendwie technisch mal was abschalten oder Videos aktualisieren, wenn sie nicht mehr wirklich, wenn es neuere gibt. Das ist möglich. Okay. Aber du hast so viele, wir haben ja so viele Videos, auch bei YouTube. Also das ist ja gerade die Idee, über die Bücher, über die Videos ganz, ganz viel einfach nach draußen zu geben. Da ist keine Begrenzung drin. Also schick einfach eine E-Mail und dann leite ich die weiter. Und die Frage ist auch noch, die Inhalte des damaligen Kurses entsprechen die ungefähr dem heutigen Basiskurs? Der Basiskurs ist erstaunlich stabil. Ja, das war ganz spannend. Ich habe gerade vor 3 Wochen die Skripte geschrieben. Nach so vielen Jahren Basiskurs eine Skripte dafür. Damals gab es noch kein Skript. Nein. Nein, nein, nein. Habe mich beharrlich geweigert. Aber es ist einfach, es sind ja nur bestimmte Grundtechniken, wo man sagt, okay, was braucht es an Spektrum? Ja, und ob ein Basiskurs jetzt, wenn da bei einem Teilnehmer gerade jemand gestorben ist und aus diesem Verlust wird das Grundthema des Basiskurses.
Oder der eine startet ein Projekt und daraus wird ein Grundthema. Oder man nimmt einfach nur den Begriff Selbsthilfe. Also das ist ja, welches Thema nachher durchführt, ist nicht so entscheidend. Das ergibt sich aus den Teilnehmern. Die Frage ist, mit welchem Spektrum von Werkzeugen, Sicherheit und Begeisterung verlassen Sie am Ende den Raum? Trauen Sie sich oder trauen Sie sich nicht? Ja? Und so wie Caroline sagt, sind Sie freier geworden? Ja? Und das ist Bedingung, dass sie freier geworden sind. Dass sie also, für mich sind auch die ganzen Werkzeuge, die existieren, das sind alles nur Entwicklungsbeschleuniger. Das Ziel all der Werkzeuge, aller Testsysteme, all der Grafiken, all der Heilkarten und so weiter, ist es nicht, Menschen abhängig zu machen, sondern sie in die Breite zu zerren, damit sie so schnell wie möglich wachsen, damit sie das alleine können ohne Hilfe. Weil sie das Prinzip verstanden haben. Und ich nehme immer noch gerne die Tester, weil es einfach mal Bereiche gibt, woran ich nicht denken würde. Und ich dann aus einem Riesenspektrum von Themen schauen kann. Und dadurch mich viel mehr auf den individuellen Menschen und das Thema einlasse und nicht ist damit abgleiche, was ich gerade mag oder wo ich mich gerade sicher fühle. Also das ist so die Aufgabe der Werkzeuge, aber dieses ohne und Therapeuten untereinander arbeiten meistens ohne Werkzeuge. Ja, das heißt, wir arbeiten, wir sagen, wir spielen mit Energien mit den Händen rum. Und für uns selber oder auch für die Kinder oder Therapeuten untereinander, das ist so ein, man wirft sich energetische Bälle zu im Grunde. Ja? Weil wir es gewohnt sind, das, was dort kommt, auch zu integrieren und zu wissen, was es bedeutet. Jetzt ist aber die Aufgabe des Therapeuten nicht so zu arbeiten, wie er mit sich selber arbeitet, sondern der Therapeut oder der Coach oder der Arzt oder der Consultant muss so arbeiten, dass er sein Gegenüber abholt. So, und da ist immer die Frage, welches Spektrum an Werkzeugen brauchen wir, um Menschen mit einem großen Spektrum an Grundvoraussetzungen oder Kenntnissen abholen zu können oder Glaubensrichtungen oder und so weiter und so fort. Also wie kriege ich den rationalen, logisch, meinen logisch denken, zu denkenden Menschen abgeholt? Wie kriege ich den abgeholt, der irgendwo energetisch schon lange unterwegs ist? Das sind ja völlig andere Voraussetzungen. Das braucht eine andere Kommunikation, ich brauche andere Werkzeuge. Und je größer mein Spektrum ist, desto größer ist das Spektrum der Menschen, mit denen ich arbeiten kann. Das gibt nachher eine Breite in der beruflichen Anwendung. Und um die geht es. Also am Ende immer die Frage, was braucht mein Gegenüber, nicht was brauche ich für mich. So, wie kriege ich es vermittelt? Und wie kriege ich sie eingeladen und wie kriege ich sie auch so eingeladen, dass sie sich trauen, es alleine zu machen und es zu integrieren? Dafür braucht es das Spektrum. Vielen Dank. Also wenn du jetzt Unternehmensberater bist und du hast eben nur Insolvenzen, die du betreust, ja, und keine Gründung, keine Idee, die da werden möchte, sondern du führst immer etwas ins Sterben, dann hast du einen engen Bereich, aber ist die Frage, ob dich das wirklich lange beglückt, immer nur Sterbeprozesse zu begleiten. Ja, oder ob nicht auch Schöpfungsprozesse toll sind und oder die Mischung aus beidem und noch ganz andere Sachen. Und das setzt aber voraus, dass ich mit diesem Spektrum klarkomme. Aber Basiskurs ist halt so lange stabil, weil die Grundlagen sind klar. Also wie fühle ich, wie nehme ich wahr, wie kommuniziere ich, wie kann ich testen, wie kann ich was etwas verifizieren mit Parametern. Wie kann ich es verifizieren mit einer grafischen Darstellung? Also im Grunde, ich nehme mit einer Methode ein breites Spektrum an Informationen wahr und muss sie dann mit anderen Techniken verifizieren. Also ich fühle rein, habe ein Gefühl, habe ein Wort, habe ein Bild. So, dann fange ich an, das grafisch darzustellen. Was sehe ich an wirkenden Kräften? Abstrakter. Dann fange ich an, das zu testen. Welche Parameter können das erfassen? Ja, dann nehme ich die Armlenk-Teste, arbeite damit und so weiter. Das heißt, wir verwenden immer mehrere Methoden, um das, was wir mit einer Methode erfahren, über andere Methoden zu bestätigen. Wenn ich nur überall reinfühle und sage, ah, ich weiß, was das ist, dann ist das Unfug. Ich habe eine Inspiration, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt. Und deswegen komme ich aus einer anderen Richtung, hinterfrage. Komme aus einer anderen Richtung, hinterfrage. Das heißt, das Fühlen, das Testen, die Grafik. Alle sagen das Gleiche, dann vertraue ich. Also nicht dieses naive, ich weiß was oder ich weiß es besser, sondern ich entdecke staunend und hinterfrage mich immer wieder selbst.
Und es gibt aber einen Punkt, wo ich aus so vielen Richtungen Informationen habe, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Und das ist Basiskurs. Welche Grundwerkzeuge braucht es dafür? Und gerade wenn man energetisch arbeitet, gibt es natürlich auch viele, die dann viel, auch viele Richtungen, die für mich viel zu einseitig sind und die dann zu einer Art von Verlaufen führen, weil dann einzelne Methoden überbetont werden. Es ist das Methodenspektrum und die Verbindung der Methoden. Und dieser innere Skeptiker in uns, der immer sagt, ja, kann sein, muss aber nicht sein. Ja, und ich glaube es im Grunde erst, wenn es gewirkt hat. So, damit können wir dann auch mit dieser Herangehensweise, können wir eben auch Menschen abholen, die sehr skeptisch sind. Die sagen, das ist nicht, wie kann ich das mit meiner Denkweise bitte verstehen und welche Fehlerquellen gibt es? Ich könnte ja jetzt zum Beispiel testen, ich bin im Supermarkt und teste einfach, ob dieses Lebensmittel passt oder nicht passt. Ja, woher weiß ich denn, dass mein Test wirklich gerade klar und sauber ist? Also bin ich gerade ich selber? Habe ich aus meinem Willen herausgeschaut oder geschaut, was meinem Körper gut tut und was den in 5 Stunden gut tut, wenn ich es esse? Also welche Rahmenbedingungen habe ich eingehalten beim Testen, dass die Testergebnisse auch verwertbar sind? Oder habe ich, weil ich das jetzt gerade will oder die Werbung gesehen habe, sozusagen meinen Willen testen lassen und habe damit völligen Unfug getestet? Das sind ja die Fragen. Können wir diesen Methoden vertrauen? Und ein Basiskurs hat immer die Aufgabe, ein gewisses Grundspektrum an Werkzeugen zu vermitteln, damit wir am Ende dem trauen können, was wir dort wahrnehmen, testen, sehen. Deswegen ist der so lange so grundstabil, weil das da alles drin ist. Vielleicht noch zu dem Begriff, wir haben ja auch eine Liste mit gelisteten Coaches. Das setzt voraus, dass eine von den Spezialausbildungen abgeschlossen ist. Also wer da gelistet werden möchte als Coach, das ist halt, dafür braucht es Fundamentale und dann eine Spezialausbildung, dass man einfach sagen kann, da ist ein Qualitätsniveau und ein Spektrum an Fähigkeiten vorhanden und Erfahrung vorhanden, dass wenn jemand über die Webseite einen Coach findet, dass man auch da eine Grundqualität erwarten kann und auch bekommt. Wir haften nicht für die Menschen, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass sie jährlich eine Fortbildung machen, sich weiterbilden. Deswegen gibt es auch die News-Kurse und Update-Kurse. Einmal im Jahr gibt es einen News-Kurs. Es gibt für die Unterbereiche immer so Update-Kurse, wo man sagt, wir kommen einmal im Jahr zusammen und schauen, was gibt es Neues. Und es ist immer reichlich. Also, das war bisher nie langweilig. Es passte immer gerade so alles rein in die Tage. Caroline, hast du noch ein Abschiedswort? Ich freue mich einfach, dass sich so viele dafür interessieren, sich zu entwickeln. Und ob das für sich selber ist oder als Coach oder dann als Mentor, total egal. Wenn man für sich so auf den Weg geht und Lust hat zu forschen, das macht richtig Freude. Ja, und ich wünsche allen richtig Spaß dabei, bei ihrem Weg, auf ihrem Weg. Danke. Adelheid, hast du Lust, nochmal was zu sagen? Und zwar, du kommst ja als Mentorin neu dazu, bist eine sehr erfahrene Ärztin. Was bewegt dich, diesen Weg zu gehen, da einzusteigen und das zu vermitteln? Mich Du weißt. bewegt deshalb diesen Weg zu gehen, weil es die menschengemäße Art und Weise ist oder die überhaupt adäquate Art und Weise ist, Menschen zu erfassen oder deren Schwierigkeiten zu erfassen, zu durchdringen und in irgendeiner Art und Weise vielfach für beide überraschend zu lösen. Weil die rosa Tablette, die grüne Tablette, das ist hübsch und schön, aber das reicht hinten und vorne nicht aus. Und deswegen begeistert mich das Innerweiß so. Ich bin Begleiterin für viele
Patienten, also für mich sind es dann nicht Klienten, sondern Patienten, bei deren Wachstum, auf deren Weg. Und da entstehen Dinge, die für beide, für mich vielfach auch, wie auch für die Patienten, total berührend sind und auch ganz wunderbare Lösungen zaubern. Das ist so das eine, warum ich das begeistert anwende, durchaus auch in der Privatpraxis. Manchmal auch ganz schnell in der Kassenpraxis. Neulich hatte ich ein kleines Mädelchen, 2 Jahre, mit einer Wahnsinnsneurodermitis nach so und so viel Fachimpfung. Und mit der habe ich über die Augen kommuniziert. Also wir haben kommuniziert. Und die Eltern sagten, es kann doch gar nicht sein, den nächsten Tag war die schon viel mehr abgeblasst. Wir waren doch bloß bei ihnen 10 Minuten. Ja, sie waren auch bloß da, aber es passierte schon was. Gut, und warum ich das gerne weitergebe, weil ich Begeisterung gerne teile und Dinge, die einfach was ganz Tolles sind, wie dieses Innerweiß-System, das möchte ich gerne weitergeben und drum meine Idee, Mentorin auch zu sein. Bist ja eh in der Ärzteweiterbildung auch aktiv Ja, oder in ja, 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 Vorträgen. ja, ja, ja. Ist die Zeit reif? Ja, die Zeit ist reif, weil die alten Systeme einfach nicht mehr tragen. Und neue Dinge erforderlich sind. Es ist immer nur die Frage, wo setzt du an? Du wirst schlecht zum Chefarzt gehen können und sagen können, hören Sie mal, das wäre jetzt die Idee, das geht nur bei also einigen. Aber in der Basis, da geht ganz viel. Da geht ganz viel. Die kommen dann vielfach und sagen, wie machst du das eigentlich? Naja, und dann kann man ja erzählen. Ja, ich glaube, die Zeit ist reif. Das haben wir ja aus verschiedensten Richtungen, deswegen ist Innerweiß auch so breit geworden. Das hat halt begonnen mit einer ärztlichen Praxis und einzelnen Lebensgeschichten von Menschen. Und dann haben die irgendwann ihre kleinen Firmen mitgebracht. Dann haben wir damit begonnen. So daraus ist der ganze Bereich Systemwise entstanden. Und auch dort ist genau dieser Bedarf da, dass wir Systeme anders verstehen, nämlich als lebendige Wesenheiten verstehen. Und schaut, wie kriegt man ein organisches Wachstum in diesem lebendigen System, was möchte es? Und wie kriegen wir es völlig anders gesteuert als mit irgendwelchen Anweisungen und Belohnungen und so weiter und so fort? Wie kommt man zur Motivation, zur Liebe, zur Arbeit und so weiter? Und Genau. wie verstehe ich komplexe Situationen ganz schnell? Ich habe da Ja. halt auch nur 1, 2 Stunden. Egal wie groß das System ist, man muss Antworten geben können und nicht 3 Wochen Analyse von irgendwelchen Akten. So, insofern ist da auch die Zeit reif, völlig neu zu denken und gerade diese disruptiven Herausforderungen, die gerade da sind, wo wir eben komplett neu denken müssen. Ja, müssen wir, weil wir können in den alten Bahnen so nicht weiterlaufen. Wir können also weder bei dem abgestürzten Immunsystem und blockierten Immunsystem nach multiplen Impfungen mit alten Methoden arbeiten, die funktionieren einfach nicht mehr. Ich habe damals noch Neuraltherapie gelernt und alles Mögliche und die haben damals funktioniert noch die Ja, Methoden. aber heute nicht mehr. Nee, ich komme heute mit den Einzelverfahren nicht mehr vorwärts. Ich muss also eine neue Sichtweise und das ist halt bei Menschen so, das ist bei Systemen so, das ist auch bei Tieren so, wenn ich halt schaue, ist es wirklich das Tier oder ist es der Stall, wo das Tier steht, die Box, die einfach mal für das Tier nicht gesund ist und es ist einfach nur ein Wechsel der Box oder ist es eine Herdenthematik, wie nehme ich das wahr oder eine Thematik der Beziehung der Eigentümer, mit wem muss ich wirklich arbeiten und diese große Fülle macht das so reizvoll. Ja, und diese große Fülle ist im Grunde genommen, wie Leben auch ist. Und deswegen inspiriert es mich auch so. So, und Und dann kam eben dass Homo man so Reale. sagen darf, auch du bist so inspirierend. Und dann kam Homo Reale als Bereich dazu, sagt, wie funktioniert Leben, ist sozusagen der praktische Philosoph, könnte man es auch nennen, diesen Bereich. So, und jetzt bin ich so froh, dass wir mit Freigeist nach vielen Jahren Vorbereitung auch Impulse setzen können im Bildungssystem. Und zwar nicht als Gründung einer Elterninitiative, sondern weil das System so weit ist, dass es gute Fragen stellt. Und wir jetzt beginnen können, in das System direkt reinzugehen und dort einen Wandel hervorzubringen. Aber so wie vorhin die Aussage, wir sind nicht wichtig. Also es geht nicht darum, gesehen zu werden, sondern zu bewirken.
Deswegen, ob jemand draußen dran schreibt, Innerweispraxis oder dran schreibt, Praxis für was auch immer, unter den Namen, das ist nicht relevant. Nein, nein, Relevant es. ist nur, dass die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, dass die sauber in hoher Qualität und unser eigenes Wachstum unterstützend wirken. Ja, weil jeder Patient oder jeder Klient, der kommt, lässt den Therapeuten oder den Coach ja auch wieder wachsen ein Stückchen. Genau, und dann kommt keine Routine, dann bleibt die Liebe zur Arbeit und dann macht das Ganze Spaß, egal in welchem Bereich. So ist es. Gut. Nochmal, ob ich irgendeine Frage noch übersehen habe. Ansonsten. Gut. Die Kirsten fragt noch, was ist das mit dem. Wir hatten ja zu dem Der-Spiel, gab es halt die Veranstaltung dazu, die Kurse und dann gab es so wie halt Anwendertreffen oder wie Lehrpraxen, also immer wieder Communities treffen, wo, haben das GeMNetz genannt, wo man dann thematisch also Themen nimmt und mit diesen Werkzeugen arbeitet. Und sie fragt, wo das hingehört. Also für mich ist das einfach im Bereich Kennenlernen. Kennenlernen, vernetzen, einander unterstützen. Also dieser ganze Bereich Communities, ob man das jetzt Communities, Salons oder Gemeinschaften oder wie auch immer nennt, ist nicht relevant. Der Name ist so unwichtig. Entscheidend ist, dass wir einander unterstützen, diesen Weg zu gehen, weil wir halt häufig relativ einsam auf dem Weg sind, wenn wir mehr sehen und wenn wir nicht den offiziellen Wegen folgen, sondern unsere eigene Meinung haben zu Thematiken. Und weil immer die Gefahr besteht, dass wir uns auch mal verlaufen können. Und dann brauchen wir Menschen, die komplett ehrlich sind und sagen, du siehst gerade nicht klar. Ja, du hast dich da verlaufen, darf ich dir helfen, zurückzukommen? Und auch das ist die Aufgabe der Gemeinschaften, einander zu unterstützen, in dieser Klarheit zu bleiben, dass wir uns erlauben können, so zu arbeiten. Gut. Erlauben können und diese Begeisterungsfähigkeit dafür. Das ist ein gutes Wort, weil für mich zählt am Ende nur, ist ein Kursteilnehmer mit einer Begeisterung aus dem Kurs nach Hause gefahren? Beseelt. Nicht so sehr, was hat er gelernt und wie viel und kann er das alles sofort, sondern ist die Begeisterung da? Weil die Begeisterung wird diesen Menschen weitertreiben, es zu probieren, es sofort irgendwie eigene Erfahrung zu machen, es zu hinterfragen, es auf ein neues Niveau zu bringen. Und ich bin einfach über jeden froh, der damit kreativ spielt und seinen eigenen Weg geht. Ja. Gut. Danke. Danke euch für diesen Abend.